皆さんこんにちは。今日はこの2つのお茶を漁師に飲ませてあげたいです。ほうじ茶と何だったっけ、玄米茶。玄米茶、両親は両方飲んだことないので、今から作り方を説明しながらちょっと飲ませてあげたいです。Also, wir haben jetzt zwei verschiedene Arten Tee. Das hier ist Hojicha, das ist gerösteter grüner Tee, deswegen ist der braun. Und das hier ist Genmaicha, da ist Reispuffer quasi drin. Die macht man unterschiedlich und deswegen werde ich euch jetzt erklären, wie man sie macht. Und wir machen die beide gleichzeitig, damit ihr sie dann später probieren könnt. Okay. Klingt gut? Mhm. Okay, fangen wir mit dem Hojicha an. Ah ja. Mhm. Echt? Das riecht nicht so viel. Oh, doch. Doch. Oh. Mhm. Ein bisschen, es riecht gut, finde ich. Also ich mag den Geruch, wenn Hojicha geröstet wird, wenn man das auf der Straße riecht. Das riecht total gut. Aber mir ist das zu röstig. Ja, so. Gern. Da steht, aufkochen das Wasser und dann für 5 Personen, was 500 Milliliter sind, 2 große Löffel, ungefähr 10 Gramm. Esslöffel. Ich weiß nicht, wie viel 10 Gramm sind. Wir können auch 10 Gramm abnehmen. Machen mal 10 Gramm. Gramm. Ja. Aber das wären dann nur 500 Milliliter. Dann machen, wollen wir das wirklich nach dem Rezept machen? Ja, weil wir machen ja 2 und dann passt es. Okay. Ein Liter und, also 500 und 500, oder? Ja. Oh ja, oder ein Liter und ein Liter. Trinken wir das alles? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Ja, dann, wie du willst. Dann mach 20 Gramm. 10 Gramm ist so viel, ja. Das ist schon nicht wenig, weil das geht ja auch auf. Machen wir 15 Gramm. Okay. Also, ich meine, das ist auch irgendwie viel. Ja. Ungefähr eine Minute. Okay. Machen wir hier eine Dreiviertel Liter. Ja, sowas, so eine Art. Ungefähr. Sowas. Und den anderen? Das warten wir jetzt erstmal, ne? Riecht gut. Ja. Mach ja. Den Geruch. Mhm. In die unterschiedlichen Gläser nach und nach eingießen. Ja, dann hier. Hier. Die fährt hier. Die fährt mir, die fährt dir. Ja. Die rote fährt den Tacker und die fährt. Wir brauchen eh noch eine, dann noch mal 4 Gläser. Ach so. Und dann bis zum Ende. Der letzte Tropfen ist das, hat das meiste, den meisten Geschmack. Dann machen wir jetzt den zweiten Tee. Der ist noch intensiver. Da steht nämlich pro Person einen großen Löffel 5 Gramm. Das ist aber viel. Das ist viel. So schaut es aus. Mhm. Mal sehen. Oh ja. Das, ja, das riecht wie grüner Tee. Ja, sehr grün. Also ich komme. Ja. Okay. 20 Gramm. Und dann stand da 30 Sekunden bis eine Minute. Ja, halbe Minute bis eine Minute, aber wenn wir es eh langsam ausschütten, mach 30 Sekunden und dann langsam. Die Maispuppe setzen sich oben ab. Ach so. Die geben einen ganz starken, so röstigen Geschmack auch ab. So, halbe Minute um. Halbe Minute. Okay. Du wolltest es direkt ausschütten? So. Ja, eigentlich schon. Dann? Aber oh, schöne Farbe. Aber jetzt kommt die Reispuppe raus. Schlecht. Ja, prinzipiell schon, aber. Warum kommen die raus? Ja, weil ich sie hier abgemacht habe, aus Versehen. Na, da sind ein paar reingefallen. Jetzt, out. Heiß. Das ist extrem cool. Ja, okay. Schöne Farbe. Also, wir fangen mit dem Hojicha an. Erstmal ein bisschen riechen, wie er so riecht. Sehr, sehr stark geröstet. Ja. Ja, schon, oder? Und ist zu heiß zum Trinken? Ja. Ich denke schon. Nur, es geht sogar. Also das hier ist der
der Hojicha. Mhm. Ich persönlich bin kein großer Fan von Hojicha. Mhm. Und Hojicha findet man überall in Japan. Dass es auch zum Beispiel Hojicha Latte und Hojicha Soft Ice und sowas gibt. Mhm. Also es wird für viele unterschiedliche Sachen auch und Desserts und sowas auch verwendet. Mhm. Vielleicht könnte Papa schmecken, ja. Weil er ja rauchige Sachen macht. Mhm. Ihr könnt ja mal probieren. Ja. Schauen wir mal, ob es jetzt noch verbrennt. Es schmeckt weniger stark, als er riecht, oder? Mhm. Mhm. Ist gut. Wobei, ich glaube, mir schmeckt er auch nicht so gut wie der andere wahrscheinlich. Dir schmeckt er wahrscheinlich schon, weil er rauchig ist. Nein, schmeckt, finde ich, überhaupt nicht rauchig. Doch. Hat einen eigenartigen, klebt dann dazu mehr an Gaumen. Hat einen eigenartigen Geschmack, den ich aber auch irgendwo herkenne, aber das ist nicht vom Whisky. Nicht vom Whisky. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen ähnlich wie Oolong-Tee. Vielleicht kenne ich ihn daher, weil ich so, das erinnert mich an irgendwas, was ich schon kenne. Mhm. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Ist gut. Ja. Mhm. Und den kann man wiederverwenden. Und den kannst du noch ein zweites Mal aufbrühen, steht da. Mhm. Aber kürzer dann. Mhm. Noch kürzer. Also wirklich nur reinfüllen und dann wieder rausfüllen. Mhm. Und jetzt wollt ihr zum. Ja. Zum. Wie sagt man das? Mund, Geschmack. Ausschmecken. Die leckeren Dorayaki. Neutralisieren. Neutralisieren heißt das, genau, so heißt das. Ich glaube, sie hat es nicht vorzuteilen. Du wirst zu fett. Wenn du es alleine isst. Lecker. Ja, schmeckt immer. So, genug gegessen? Nein. Der Tee wird kalt. Tee Nummer 2 ist grüner Tee, aber Genmaicha, nämlich mit diesem gepufften Reis drin. Das ist der gepuffte und das da? Das ist beides gepuffter Reis. Der ist nur gepuffter als anderer. Ah, okay. Die Farbe ist wunderschön, oder? Ja. Super grün. Schönes Grün. So wie auf der Packung. Die meisten grünen Tees werden immer nicht so schön grün. Riecht auch lecker, finde ich. Mhm. Riecht nach Puffreis. Auch, ja. Ist sehr lecker. Ja, also, ich finde, riecht jetzt erstmal nicht unbedingt nach grünem Tee, wenn ich den jetzt. Genau. Mhm. Also die Sache ist halt auch einfach, dass dieser Genmai den grünen Tee total über. Und in dem Teeladen, wo ich vor kurzem war, da hat der den Genmai erst in den grünen Tee reingetan, nachdem man ihn schon viermal aufgegossen hat, um dem quasi nochmal Geschmack, Geschmack zu geben, obwohl er eigentlich selbst kaum noch Grünteegeschmack hat, damit man ihn weiterverwenden kann. Verkauft. Aber mir schmeckt das sehr gut. Ja. Genau, schmeckt sehr lecker. Schmeckt wie Puffreis. Nein, aber schmeckt doch auch nach grünen Tee und ja, aber trotzdem. Schmeckt wie Puffreis. Aber es schmeckt also gut. Ich kann mich erinnern, klein war, gab es bei uns Puffreis als einzelnen Puffreis. Also nicht als Puffreis-Schokolade oder so zusammengebacken, wie wir es heute eben kennen, sondern lose. Mhm. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Einfach so. Ja. Also quasi wie Popcorn. Ja, genau. Und das erinnert mich ganz stark danach. Also ich mag den gern. Ja, ich auch. Sehr gut. Besser als der. Haben wir Glück, dass der Taka nicht nur den Hojicha wie bestellt mitgebracht hat, sondern gesehen hat, dass daneben noch der Genmaicha ist und dass er gesagt hat, oh, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Ja, sehr gute Idee, Taka. Mhm. Also, Genmaicha hat gegen Hojicha gewonnen. Mhm. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Okay. Bei für mir die Mama, Mama Nummer 1. Papa kann sich nicht entscheiden. Ja, das sind zwei total unterschiedliche Geschmäcker, die kann man quasi gar nicht miteinander vergleichen. Nicht vergleichbar. Aber es ist beides grüner Tee. Ja, aber wie gesagt, ich trinke beide. Mir schmecken beide. Wenn wir das nächste Mal wieder Tee mitbringen sollen, welchen sollen wir mitbringen? Den. Und Gyokuro. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Also nur teuren Tee. Nur guten Tee. Ich habe Tee verstanden. Nur guten. Ja, es hat was. Mhm. Meins. Meins. Nein, du hattest zwei große Bisschen. Oh.
ist noch mehr da, Papa. Genau. Wir können ja noch einen essen. Oder einen kleinen grünen. Den letzten kleinen grünen. Haben wir nur noch einen? Weiß ich nicht. Nee, ich denke, wir müssten noch haben, oder? Danke. Welchen magst du am liebsten? Ich mag das. Und was ist das? Hojicha. Echt? Hojicha の方が味が濃くて美味しい。玄米茶ちょっと薄い。Kräftiger Geschmack. Ja, genau. Ja, definitiv. Klar. こっちの方が美味しい。断然美味しい。ほうじ茶の方が。Das ist was für Männer. Männer-Tee. Männer-Tee. はい、ここでこの動画を終わりにします。ドイツ人はどっちのお茶でも受け入れます。で、玉露とかも飲んだりしますので、本当に日本のお茶、製茶、ほうじ茶、玄米茶、何でも美味しいということです。私の両親はちなみに最近から砂糖入れなくなりましたので昔はお茶に砂糖入れてましたので、え、マジで、今はいい作り方で正しい作り方でお茶を作ってるので苦さとかも何もないし、昔は分かんなかったから苦くて砂糖を入れたの。そうです。ここでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。